Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute soll es nochmal um das neue Lightroom Update gehen. Da ist nämlich eine geile Neuerung dabei. Ich freue mich mega drüber und heute werde ich dir die zeigen. Es geht um ein Feature, welches bis jetzt nur auf Lightroom Classic am Laptop bzw. auf dem Computer möglich war und das jetzt eben den Weg auf iPhone oder iPad gefunden hat. Oder halt irgend so ein anderes Tablet oder Telefongerät. Es geht auf allen, es ist super gut. Und ja, ich nehme schon mal vorweg, es geht um eine virtuelle Kopie in die Richtung. Aber lass dich überraschen. Ja, es ist keine richtige virtuelle Kopie. Wenn dir virtuelle Kopie noch gar nichts sagt, kein Problem, verlinke ich dir hier mal ein Video. Das ist eine, ja, Kopie einer Datei, die allerdings nur virtuell stattfindet auf deinem Gerät. Das heißt, du hast ein Bild und möchtest davon mehrere Versionen haben, zum Beispiel eins in schwarz-weiß, eins in bunt und so weiter. Und dann kannst du in Lightroom einfach auf die gleiche RAW-Datei zugreifen, aber ohne eben erneut den Speicherplatz dieser RAW-Datei zu benötigen, weil Lightroom einfach mehrere virtuelle Kopien einfach nur erstellt. Und das ging bis jetzt eben nur auf Lightroom Classic und jetzt ist es endlich hier aufs mobile, auf die mobile Version auch gewandert. Heißt hier allerdings nicht virtuelle Kopie, sondern heißt hier Versionen und ist ein bisschen anders und hat ein bisschen mehr Vorteile sogar, wie ich finde, gegenüber dem alten Modell. Zeige ich dir direkt, wir gehen hier mal rein. Ich habe für Adobe letztens wieder was produziert, musste da von einem Bild mehrere Versionen abliefern. Zu dem Thema kommt bestimmt irgendwann mehr. Ich darf noch gar nicht viel drüber verraten, aber ich habe mehrere Versionen abliefern müssen und da kam eben das neue Feature schon sofort zum Einsatz und das ist gigantisch. Wenn du jetzt hier mal mit aufs Handy schaust, du findest jetzt ganz hinten neben Zurücksetzen eben auch diesen Versionen-Knopf. Und hier kannst du jetzt eben die aktuelle Bearbeitung als Version speichern. Ich gehe einfach oben auf Version erstellen und sage dann hier, das ist zum Beispiel V1. Erstellen. Und jetzt packt er mir das hier unten direkt rein. Wenn ich zurück auf aktuell gehe und hier oben auf dem Pfeil zurück, kann ich jetzt hier direkt weiter bearbeiten und mache jetzt vielleicht einfach mal eine Schwarz-Weiß-Option draus. Hier Sättigung zurück, gehe wieder auf Versionen und sage, hey, Version erstellen, speichere mir das als V2. Und jetzt habe ich schon die zwei Versionen hier direkt im Vergleich, kann einfach hin und her schalten und ich kann auch jederzeit hergehen und kann sagen, dann mache ich noch eine. Ja, also jetzt gehen wir mal her und machen hier vielleicht noch ein bisschen mehr Kontrast drauf und vielleicht ein bisschen mehr Belichtung und vielleicht noch die Lichter ein bisschen zurück und dann vielleicht noch ein bisschen Struktur und Klarheit drauf geballert. So vielleicht, schauen wir mal, wie uns das gefällt. Version, Version erstellen und V3. So, jetzt habe ich drei. Ja, und wenn ich sage, hey, ich möchte aber eigentlich die bunte nochmal zurückhaben und möchte an der weiterarbeiten, ist das auch kein Problem. Ich kann einfach hergehen, klicke die V1 an, gehe oben auf Anwenden und bin jetzt wieder in meiner V1 drin und kann da weiterarbeiten, kann da was Neues machen. Jetzt gehe ich zum Beispiel mal her und sage, hey, ich lösche einfach mal nur die ganzen Filter hier raus, die ich hier reingepackt habe, oder zumindest hier den Pinsel und den großen Radialfilter, speichere mir das wieder als Version und schaue einfach mal, wie mir das ohne diese Filter gefällt. Version, das nenne ich jetzt halt V4, erstellen und kann jetzt zwischen diesen ganzen Versionen eben hin und her schalten. Jetzt sehen wir zum Beispiel, was es allein ausmacht, hier diese Radialfilter und den Korrekturpinsel zu benutzen und wie der Unterschied hier zwischen den Schwarz-Weiß-Optionen ist. Und so weiter. Und wenn ich jetzt eins davon eben haben möchte, gehe ich einfach auf Anwenden, kann es exportieren, kann damit irgendwas machen. Super geil. Der große Vorteil ist, bis jetzt war es immer so, dass diese virtuelle Kopie ja immer doppelt dann quasi in deinem Ordner, in deiner Sammlung irgendwo aufgetaucht ist. Das heißt, du hattest mehrfach einfach dieses Bild angezeigt, was das Ganze halt auch manchmal, wenn du es nicht gerade gestapelt hast, auch ein bisschen unübersichtlich hat wirken lassen. Hier ist es jetzt so, ich gehe mal zurück. Du siehst jetzt wirklich nur das einzelne Bild und erst wenn du ins Bild reingehst, siehst du wirklich, hey, hier hinten unter Versionen dann, dass da eben mehrere gespeichert sind. Also super übersichtlich, ich finde es mega gut, geht hier wieder auf Anwenden und habe einfach hier hinten drin noch 3, 4 Optionen, Versionen, ja nicht Optionen, die mir von dem Bild gespeichert sind. Eine ganz tolle Möglichkeit, nutze ich total oft, habe ich jetzt nicht nur für den Adobe-Job gebraucht, sondern ein paar Mal öfter und ich werde es sicherlich auch noch öfter brauchen. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon von uns hier. Ich würde mich wie immer über den Daumen nach oben freuen und wenn du beim nächsten Mal einfach wieder einschaltest.
viel Spaß beim Bilderbearbeiten und viel Spaß beim Lightrooming. Ciao, ciao. Wenn dir das Ganze Spaß gemacht hat, dann abonniere einfach den Kanal und schau dir hier noch ein weiteres Tutorial an, wo es ums Thema Mobile geht. Viel Spaß!